Und damit einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Zu einem neuen Vibe. Wir gehen rein. Quad heute. Allerdings im Moment noch so. Ja. Weil die anderen kommen jetzt noch. Ich habe gesagt, ich bin schon ein bisschen früher da. Ich leg schon mal los und schau, dass das was wird, Freunde. Also, red mir nicht lang rum. Daumen da lassen. Let's fucking go. Wir sind ein bisschen spät im Vibe. Monthly Server. Jetzt schon 4 Tage alt. Also es wird bestimmt hart. Mal schauen, wo wir uns dann platzieren, weil hier sind schon ein paar sehr gute Shops sogar. Boah. Safe Metal, also sehr Safe 2 Gears, easy. Vielleicht bevor ich direkt zum Building Spot ausmache, schaue ich mal, ob ich vielleicht nicht ein bisschen Scrap zusammenbekomme und einen Zwischenstopp bei Outpost mache. Vielleicht kriege ich 2 Gears, genug Scrap und Research gleich mal Sa. Oh, Freunde, ich sag's euch. Ich hab Bock. Ich fühl's richtig. Und damit auch ein Hallo von mir. Der Stimme aus dem Hintergrund. Ja, ich weiß, es ist eine Weile her. Aber jetzt habe ich wieder was für euch. Und zwar einen echt geilen Vibe. Das kann ich euch schon mal versprechen. Geile Plays, geiler PvP, geile Story. Aber Step by Step. Ich bin nun also auf einem Monthly Server gejoint. Und wir wollten diesen Vibe zu viert einfach mal gucken, was abgeht. Da die Jungs noch etwas brauchten, bin ich schon mal solo drauf gejoint und wollte die ersten Steps vorbereiten. Also machte ich mich auf den Weg zur Outpost. Direkt eine Saar kaufen. Ich farmte unterwegs einige Barrels, ein bisschen Wood und kam dort eigentlich gut loaded an. Dort machte ich auch gleich die erste Entdeckung. Ich hab Saarprint. Hä? Ja, das ändert natürlich eigentlich alles. Warte mal. Ich glaube, ich krieg eine Saar. Wenn ich die Saar für 8 HQ kaufe und dann für die Gears die Munition. Ja. Ging doch klar. Sehr gut. Was habe ich jetzt gemacht? Hab ich jetzt. Hä? Hab ich mich. Ich hab doch. Bra. Hab ich mich jetzt echt verklickt? Ich könnte kotzen. Ich könnte im Strahl kotzen. Wo war das jetzt? Sehr gut. Ich nehme beide. Dann schauen wir mal, wie wir da jetzt am besten zum Building Spot kommen. Und irgendwo möchte ich noch kurz stashen. Der Basepot war secured. Jetzt kam auch noch Mauzi dazu. Nun zu zweit erkundeten wir etwas die Gegend. Allerdings wollten wir es ruhig angehen. Denn um uns herum waren ziemlich viele große Teams. Und denen wollten wir nicht direkt am Anfang auf den Piss gehen. Denn der Start lief so smooth. Also farmten wir uns erstmal auf. Zunächst sollte erstmal die Base auf Stein werden. Dann fand ich noch eine decayende Base, welche mir ein Tommy-Kid donatete. Bis hierhin ein wirklich smoother Start. Nun ging es noch etwas an Comps farmen, damit wir unsere Tier 2 auch wirklich nutzen konnten. Denn wir hatten weder Spritzen, noch konnten momentan Munition nachcraften. Am Schluss kam dann auch noch Chris online. Unser Dritter im Bunde. Oh, sehr gut. 3 Mann gehen gerade rein. Oh, 3 Mann gehen gerade.
mit SARS Recycling bei R4, pass auf. Er hat sich gerettet, oder? Ja. Rennt. Ich glaube, er checkt. Hä? Gehört er zu der Truppe? Einer Knock? Nein, doch noch. Er stirbt nicht. Einer Circle, pass auf, der könnte jetzt gleich rechts von dir kommen, schon relativ close. Mhm. Er pusht, er pusht. Einer still dead. Dead. MP5. Noch ein dead? Ich weiß nicht, wo er sitzt, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht von hier. Da hinten kommen, glaube ich, seine Mates. Irgendwo hockt die MP5 noch. Ich glaub, die schieß mal mit Lazarum. Schieß mal. Ja, ja, ich hab sie. Schieß mal mit Lazarum. Einer dead? Hab MP5? Das war die MP5. Das war der letzte. Noch einer dead? Da kommt einer! Einer angecrouched unten. Der ist hinter dir! Ah ja, one shot. Geht runter. Hab ihn. Easy. Lass die Porno nochmal hin. Ich bin einfach von oben runtergesprungen, wie du geschrien hast, One-Shot. Ein großer Triumph. Wir brauchten diese Kids. Und davon hatten wir jetzt reichlich. Kurze Zeit später kam auch unser vierter Teammate online. Und... naja, es war Ivy. Nun waren wir zu viert. Allerdings nicht für lange, denn Mauzi ging kurz darauf off. Ich und Ivy wollten dann direkt Airfield looten. Denn wir wollten weiter unseren Components und unseren Scrap-Vorrat auffüllen. Doch was dann passierte, damit haben wir nie gerechnet. Meinte, dass ich weitergebaut habe. Okay, Tilly? Was ist das? Er war absolut on fire. Ja gut. Dann ergibt sich das jetzt wohl, dass wir dort Heli machen. Ja. Bei mir ist schon einer. Ja, da hinten rennt einer. Einer geht in den Turm. Nein, da wird direkt Heli sein. Ich glaube, wir sollten in die Halle. Liegt der vor der Halle oder auf der Halle? Vor der Halle direkt. Ja, dann lass in die Halle gehen. Boah. Ich bin schon beim Heli. Alles auf. Ich finde, der war von rechts von dir irgendwo. Soll ich auch kommen? Er ist auf der Halle, Ivi. Er ist auf der Halle. Klick. Er ist oben drauf. Er schaut durch die Fenster. Hat er Nachtsichtgerät oder was? Ja, hier ist Big. Ich krieg zu dir rüber. Ja, ja. Doch! Hab ihn! Sehr gut, kannst du mich picken? Er hat Nachtsichtgerät an. Ja, hast du ihn tot? Geradeaus durch, ja. Direkt da, ja. Ja, hab ihn. Oh mein Gott, wir gehen. Wir gehen jetzt noch eher. Weg hier. Was ein Play. Ivy rettete die Situation und wir gingen mit zwei Helicrates, einem Full MP5-Kit und boom nach Hause. Besser konnte es nicht laufen. Allerdings, da wir jetzt ein Nachtsichtgerät besaßen, wollten wir natürlich direkt nochmal vorbeischauen, ob noch irgendetwas übersehen wurde. Ich glaube, der war aber low, weil der war mit 3 Schüssen oder so down. Das kann sein, ja. Also, ich gehe vorne rum. Oh nein! Was? Ich muss das verstecken. Was? Ich habe gerade eine Millikiste aufgemacht und ich habe einen Rocket Launcher gezogen.
Beide dead. Zwei dead. Zwei Full Kills. Komm looten, komm looten. Ich komm looten. Hier bei mir, mit Backpack. Ist schon da. Hab AK, hab AK. Boah, der ist komplett voll. Ja, meine ist auch voll. Alter, der hat so viele Waffen, der hat so viele Waffen. Wir sollten gehen. Right now. In dem Buddy ist noch. Loot. Ich bin voll, ich geh. Hab Backpack. Oh, der Backpack ist auch voll. Wir gehen jetzt sofort auf das Bett. Scheiß auf alles. Dann komm. Oh, hier, den, ihr müsst. Wer hat kein Backpack? Nimm den. Nimm ihn einfach auf. Hier liegt noch eine AK, Jungs. Hier drüben, wo ich stehe. Schau, wo ich stehe. Genau unter mir. Ja, lass gehen. Ich hab auch richtig viele Waffen. Sven? Ja. Komm. Ja, komm bitte, gehen. Ja. Ja, wir gehen. Oder danach gehen wir einfach Naked Rocket Launcher holen. Ich hab zwei AKs. Ich hab bloß reingeguckt, ich hab nur reingelunzt kurz. Ich so, nimm. Nein, ihr wisst nicht. Guck mal, was ich hier alles hab hier. Achso, das war bei mir drin, guckt. Ja gut, der Rest hier ist Kids, ich hab hier nur Kids noch. Darf ich jetzt? Ja, hast du Platz irgendwo? Ich würde jetzt auch in die Kiste reinmachen, in die linke. Ja, nimm links. Ja, mach rein, Okay. Komm, raus! Oh, Bruder! Digga, was ist das für ein massiver Play? Ich hab jetzt noch, wartet. Ich hab auch noch MP5 hier. Ach du Scheiße. Wäre noch mehr. Ich hab noch mehr, aber es geht nicht. Warte mal, ich nehm die Spritzen raus. Ah, ja, genau, brauchen wir Spritzen? Okay, dann mache ich jetzt mal langsam, ganz langsam weiter. Ey, wie viel Night Vision haben wir? Und der Rest ist halt hier ganz viele Spritzen und so Scheiß. Ja. Noch. Ich hab halt auch noch einen kompletten Back voll mit vier Sets. Lol. Und damit beendeten wir Tag 1. Also, ich zumindest. Denn wir spielen diesen Wipe unter der Woche. Da bleibt leider nicht so viel Zeit für Rust. Dennoch, ein erfolgreicher Day 1. Wir waren loaded. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass dies ein ganz anderer Schnittstil ist, den ich sonst bei meinen Videos habe. Das liegt aber allerdings daran, dass ich dumm bin. Ja, ich habe meine Aufnahmesoftware nämlich falsch eingestellt. Normalerweise trenne ich meine Audiospuren, sprich meine Sprachaufnahme, die Sprachaufnahme meiner Teammates und das Spiel. Das erlaubt mir das hinterherige Mixen, damit die Lautstärken der einzelnen Personen und Gegebenheiten besser angepasst werden können. Ich Idiot, habe das allerdings nicht eingestellt. Beziehungsweise es nicht erneut eingestellt, nachdem ich OBS neu installiert habe. Daher macht es das Schneiden ziemlich schwierig, denn viele Situationen sind einfach, ja, meine Stimme ist zu laut, die vom Teammate ist zu leise. Es ist einfach eine Katastrophe und es macht wirklich, und ich sitze hier gerade vor meinem Rechner, keinen Spaß. Dennoch will ich dieses Video zu Ende bringen, denn die Plays, die noch kommen, sind so genial und so schön, dass ich sie euch unbedingt zeigen will. Ich hoffe, dass ich im nächsten Video wieder an die gewohnte Qualität anschließen kann. Verzeiht mir das bitte. Gut, so viel zu dem Thema. Starten wir mit Day 2. Day 2! Und ich wachte zu einer aktiven Base auf. Dem wollte ich mich gleich anschließen und machte mich direkt an den Ausbau unserer Base. Ich platzierte zwei Außen-TCs und machte noch ein paar Torhäuschen. Doch dann Shots auf Airfield. Die Jungs brauchten Hilfe. Also machte ich mich direkt auf den Weg. Ich seh nicht. Tommy, Mann, ich bin dead. Das Naked. Ah! Er hat alles. Ich hab Cooldown. Wo ist es?
Nach diesem Fight machte ich mich wieder ans Base ausbauen. Ich wollte das Ding unbedingt fertig bekommen. Deswegen machte ich mich auf die Farm und hatte dort unsere erste Interaktion mit unseren Nachbarn. Die am Auto. Der andere fährt weg. Oh mein Gott. Will nochmal Headshot? Er kommt Richtung Base, er kommt Richtung Base! Oh, Sami! Hab ihn dead. Hab ihn dead? Yes, ich komm, ich komm, ich komm. Mein Kit gezogen? Ich weiß es nicht. Alles, was der drin hat, da hab ich gezogen. Oh, AK von vorne, von den Hallen, bin dead. Ja. Ihre mittlere Halle. Es trifft mich nicht mehr. Der ist sauer. Drin. Er kommt, wenn er pusht. Wo? Hier vor dem LKW. Dead, full dead. Nice. Okay, Steps in. Nice. Hinterm Haus, glaube ich. Direkt beim Garageneingang. Oh mein Gott. Ist das für ein Köder? Birnensaft heißt der. Also beim Recycle, wenn du irgendwie in den Raum rennen willst. Ja, wenn ich sterbe, ist jetzt egal, oder? Hier bei mir! Bin dead! Halt aber drei Hits! Schön. Ach du heilige Scheiße, diese Ente da ab. Oh fuck! Muss wieder unten! Hab ihn Headshot-Hit! Er muss tot sein, oder? Ich bin gleich an meinem Body. Ich immer wieder, ich flieg halt auf. Was wird denn da gelootet? Sven, dein Body ist gelootet, glaube ich. Ah, nee, das geht nicht, alles gut. Oben in der kleinen Kiste. Rechts oben, bei dem Regal quasi. Da flieg nicht mehr, ich glaube, der heilt sich. Doch, er hat wieder gefliegt, aber ich bin wieder da. Er ist im Garage rein links. Shot! Ja, ich bin entspannt, ich bin da. Ich bin wieder zu zweit. Ein AK dead. Oh, aber ist eine andere. Welche AK hast du denn? Auf dem Feld. Okay. Wie viele Kids haben die? Alles gut, der Panik. Cool. Oh mein Gott, ich hab alle! Ihr Scheiß! Oh, noch eine! Nein! Drei Push da rein! Die sind alle dead! Oh mein Gott! Noch einer Hit! AK dead! Hat die vielleicht gelenkt? Ja, du musst zu uns. Ja, ich bin der. Die eine sitzt weiter oben. Nun ging ich die Sache etwas ruhiger an. Ich baute erstmal an der Base, bis plötzlich Ivy rief. Sie wird geruft. Mauzi eilte ihr schnell zu Hilfe. Doch was dann passierte, konnten wir es selbst nicht glauben. Hey, die Base von uns. Ja. Einer so im Dach, ne? Dead. Saris, oh mein Gott, schau, wo die Saar liegt. Eine Leiter, wir können sie holen. Oben auf der Dachschräge. Wo ist der? Achtung, irgendwo ist das, denn. Sehen wir. Dann da links. Ist hier. Ja, ich sehe ihn, aber. Ich kann Pick auf ihn. Oh fuck. Alles offen oder was? Kann es mich hitten? Ich bin fast voll deep. Ich bin voll deep! Fuck, ich werde ausbluten! Ich habe keine Muni mehr, aber ich komme. Und da die Tür zu? Er ist dumm, ich hab ihn wieder. Ich bin voll deep. Ich brauch Hilfe. Ihr müsst unten durch. Oh mein Gott, du bist es. Sorry. Oh mein Gott.
Ich hab ihn wieder. Ich komme nicht hoch. Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? An der Seite. Was für TC. Oh, zwei reingehauen, Bowder! Ja, let's go. Digga, schnapp dir das und komm und hau ab. Nimm das und geh. Bitte. Leute, ist da eine Tür? Alles gut, alles. Was ist das für ein Jump-Up? Stell dich. Ah, okay. Ah, es brennt noch. Soll ich Erlock und TC? Ja, dann. Kilo? Die äußere Tür ist immer noch von ihnen, Sven. Ich weiß, dass die von ihnen ist, aber wir haben einen zumindest schon mal. Ja, ich setze halt nur gut, da soll man Double checken. Windows können sie nicht rausnehmen, dass sie fallen. Nein, die haben keinen System. Wir haben gar nichts mehr. Sie können nichts mehr machen, es ist vorbei. Es ist vorbei, wir haben nichts. Wir sind voll lieb. Oh mein Gott. Hast du die Gunpowder? Wo ist die Gunpowder Box? Wo ist die Gunpowder Box? Ja, scheiße, Mann. Ach du Scheiße! Was ist denn jetzt passiert? Das Ganze kam für uns so unerwartet, dass es einfach ein Evergreen bleiben wird. Unglaublich! Wir hätten nie damit gerechnet, so eine große Base zu deepen. Und das auch noch so einfach. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was machen wir mit diesem Boom? Eigentlich wollten wir am Folgetag noch Rain gehen, aber wir wurden klassischerweise geofflined. Nichtsdestotrotz war es ein Mega-Wipe mit geilen Highlights und geilen Momenten. Hier an der Stelle auch nochmal ein megamäßiges Entschuldigung für die schlechte Qualität dieser Aufnahmen. Es ist mittlerweile ziemlich schwierig, gute Rust-Stories in Rust zu erspielen. Es liegt meistens gar nicht an den Plays, sondern eher, dass die Server zu schnell sterben oder Spieler zu schnell wechseln. So ist es ziemlich schwer, eine gute Story mit einem Kontrahenten aufzubauen. Und mich würde an der Stelle mal interessieren, wer von euch ist denn eigentlich noch am Start? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich weiß, es ist lange nichts auf diesem Kanal gekommen, aber ich gebe wie immer mein Bestes und möchte mit diesem kurzen, aber dennoch knackigen Video mal ein Lebenszeichen von mir geben. Ich grinde immer noch für euch nach geilen Stories und geilen Geschichten. So, das war's von mir und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao, ciao!